Danke, danke. Ich begrüße Sie aus dem Holiday Inn Crown Plaza München. Das ist ein Hotel. Hier produzieren wir unsere Sendung Jux und Dallerei. Und ich hoffe, Sie sind gut drauf. Angenehmes Publikum heute. Alles Münchner? Ja? Alle aus München? Woher? Woher? Also doch fast alles Münchner Stadtleute. Man sieht das gleich. Das hat Niveau. Das passt zu mir. Und deswegen sagen wir auch gleich raus mit dem ersten Gast. Es ist eine Frau, wo wir gerade bei der Niveaurunde sind. Begrüßen wir sie. Sie kennen sie alle. Und zwar ist es Sigi Harreis, unsere Fernsehdame. Na Sigi, fühlst du dich schon wohl hier? Ich habe mich hier immer wohl gefühlt. Ich habe lange in München gelebt. Du hast lange in München leben müssen oder bist du aufgewachsen? Gewollt. Hast du hier das späte Glück gefunden? Nee, das frühe, das zu frühe. Nein, aber ich habe hier ein Kind gekriegt, ich habe hier fertig studiert. In also München ein Kind gekriegt? Ja. Münchner Kinder, sagt man ja. Ja, das ist, also münchnerischer geht es glaube ich gar nicht. Das ist sogar auf dem Standesamt in der Au getauft. Geld ist doch münchnerisch. Oder in nicht mehr. Jetzt habe ich gemeint, die weiß das. In der Au, das Au, sagen wir, das ist eine Wiese, auf der Au. Du musst oder mal auf der Alm. Ja, du musst immer auf die Auer Duld in München, dann weißt du, was die Au ist. Die Au ist keine Wiese, ist nicht die Alm. Da wird ja abgetrieben. Auf der Au wird nicht aufgetrieben. Na, ja, nee, normalerweise bringen die Gäste mir mal ein kleines Mitbringsel mit. Ist das die Brille? Ist die für mich? Nein, für mich. Ich wusste ja nicht, ob ich bei dir ein Gedicht vorlesen muss oder was. Und ich bin so blind wie ein Huhn, da brauche ich eine Brille. Hast du denn ein Gedicht vielleicht im Kopf ohne Brille? Dann kann ich mit. Ist das eine Hörbrille? Dann kann ich damit zuhören. Darf ich mit dir mal aufsetzen, wie man als Fernsehmoderatorin aussieht? Bist du gut versichert? Dir steht sie nicht so gut wie mir. Ich sehe nichts. Das siehst du, wie blind total verschwommene Leute. Eigentlich sollte ich die immer aufsetzen, ja? Ich kann sie nicht erkennen. Wahnsinn. Gut, siehst gut du aus? Ja, siehst ordentlich aus, ja. Willst du jetzt ein Gedicht? Ja, jetzt würde ich gerne ein Gedicht. Oh, unser Playboy, meine Sissi. Dankeschön. Ja, ich brauche die einfach. Also andere Frauen haben sich, wenn sie noch mal in der Zwischenzeit gesessen haben, sich ein paar Haftschalen angeschafft oder so. Hast du das nicht? Nein, du, ich kann das nicht. Ich träne da vor mich hin und ich weiß nicht, warum soll man sich nicht zur Brille bekennen, wenn man anfängt, wenn die Arme zu kurz werden. Ich komme nur eben ins Brillenalter, bumms aus. Sind deine Arme zu kurz ja, geworden? Ja, zum Zeitpunkt. Die Arme verkürzen sich? So sagt man das, ja. Man sagt ja wohl, Arme. Dass ein Mensch im Laufe seines Lebens bis zum halben Zentimeter schrumpft, aber dass die Arme damit kürzer. Ja, die schrumpfen vorher schon, wenn ihr nicht mehr lesen könnt. Prost erstmal. Man stößt ja nicht an mit einem Champagner. Ist doch Champagner, nicht? Ist doch Champagner. Ich nehme es an. In euren Kreisen wird denn nur sowas getrunken, nicht? Mm-mm. Möchtest du noch ein Kaviarhäppchen dazu Nein, haben oder so? Nein, danke. Ich esse lieber einen Das macht dich so volksnah. Kennst du mich nur mit Kaviarhäppchen? Nö. Nur. Du bist du nicht auch rogenabhängig dadurch geworden? Nein, überhaupt nicht. Ich mag auch lieber ein Leberwurst. Also mir sagen ja Leute, ich esse so gerne Kaviar, weil ich so verstört aussehe. Gut, nicht mal einen Witz auf sich selbst machen. Wenn du zum Beispiel eine Sendung wie diese so moderieren würdest, du sprichst ja auch frei, nehme ich mal an, oder ist alles bei dir vorgeschrieben? Bei den Öffentlich-Rechtlichen wird da alles vorgeschrieben. Soll ich jetzt antworten? Ja. Nein, bei den Öffentlich-Rechtlichen wird nicht alles vorgeschrieben. Ich darf frei Schnauze reden. Im Übrigen proben wir keinerlei Dialoge, kein Interview und nichts. Es ist fast wie bei dir. Sonst wären die Kinder wahrscheinlich auch in der Sendung nicht so normal und natürlich. Die sind nämlich aufgeregt und einfach normal und natürlich. Haben die Kinder auch alle ein Parteibuch? Nein, also bei uns ist ein Parteibuch nicht Bedingung und ich habe keins und ich darf immer noch frei reden und meine Meinung kundtun. Ja. Was machst du am liebsten? Baden, Badener Roulette, selbst spielen oder moderieren? Hast du schon mal gezockt? Ich spiele gut Skat. Ich habe ein ganzes Semester verskatet. Meine Nullovers waren gefürchtet. Du hast studiert, warst eingetragen und hast nur Skat gespielt. Das kommt Nein, nur eins. Ja? Was habt ihr denn studiert? Journalismus oder wenn jetzt Publizistik? Wieso sprichst du jetzt von mir in der Ihr-Form? Du darfst weiter du sagen. Du bist mit einem Journalisten verheiratet, Nein. Redakteur. Wie? Nein. Der ist ein ganz ordentlicher Theaterwissenschaftler und Germanist und der verbessert mich immer, wenn ich Kommas falsch setze und sowas. Das kann ich nicht. Ist das ekelhaft. Mhm. Aber also mit dem möchte ich nicht zusammenleben.
Der wäre ja nur am Verbessern bei mir. Ja, ja, nein, weißt du, ich spreche die Kommas nicht. Das tut er nur, wenn er was liest. Und da bin ich manchmal sehr dankbar, denn manchmal muss man einen ordentlichen Brief abgeben. Gib doch mal die Butter rüber, Komma-Liebling. Und wenn ihr Komma sagst, dann denkt er, du sollst rüberkommen. Komm mal rüber. Komm mal rüber, Liebling, aber ohne Butter. So, ja. Siehst du? Geht das Leben denn so, ich meine, das Private und das Berufliche vermischt sich ja so manchmal miteinander. Ja. Sprichst du von dir aus Erfahrung? Ja, ich weiß aber in euren Journalistenkreisen. Wenn ihr morgens sagt, du, was du gestern Abend da gemacht hast bei deiner Hörfunksendung und was du gemacht hast im Fernsehen, das war ja wohl auch nicht das Gleiche. Kritisiert ihr euch zum Beispiel? Ja, also mein Mann ist mein härtester Kritiker, aber ich höre nicht jede seiner Sendungen oder ich gucke auch nicht, und er guckt auch nicht alles an. Also nein? Nein, das wäre ja Inzest. Nein, aber er ist wirklich ein harter Kritiker und darüber bin ich eigentlich sehr froh. Also ich finde, wir alle, die wir auf dieser Sportfläche turnen, brauchen ganz dringend Menschen, die uns relativieren und die uns von eventuellen Höhenflügen auch runterholen. Aber wenn man unantastbar ist und wie fehlerfrei, du, ja, dann da muss dann man den ja Socke kaum, schon ab. Ich kenne das Wort Kritik gar nicht. Ich lese es immer nur bei Kollegen. Und deswegen, ich würde auch gerne mal, dass einer mich mal anzweifelt, aber es gibt erstmal keinen Grund und zweitens gibt es keinen. So schwer, ja, es ist wirklich schwer. Ich würde schwer. Auch gerne mal diese Ecke, so gerne mal vielleicht eine halbe Stunde, so dass einer mir mal sagt, könntest du mir vielleicht mal sagen, was eventuell an mir nicht stimmt? Ja, so, möchtest du gerne. Wir können ja das Kreuzfeuer. Ja. Wie würdest du denn auf Kritik reagieren? Also Kritik, wenn sie positiv angelegt ist, würde ich mich freuen und dann auch mich persönlich mit einem kleinen Geschenk bei dem Kritiker bedanken. Ja, ja. Sind Kritiker hier? Nein. Das hätte ich mich ja heute bedanken müssen. Nein, nee, also so eine ganz gemeine Kritik ist schon was Fieses, nicht? Oder so? Also ich finde, es gibt nur eine Negativkritik und dann, also eine konstruktive Kritik mag ich, aber die ist im deutschen Sprachgebrauch nicht sehr üblich. Die Briten haben das mehr. Also bei uns wird immer gleich niedergemacht. Also ich mag schon, wenn einer konstruktiv... Apropos Niedermacher. Die Niedermacher, das Wort kommt von Liedermacher. Ja? Ach, du kriegst aber auch wirklich Kurven. Ja. Als Mann kriege ich Kurven. Das ist toll, wenn mir das eine Frau sagt. In der Moderation. Ja, ich muss da nur langsam rüber, weil jetzt noch ein Gast zu uns kommt. Und zwar ist er Gliedermacher. Nein, das wäre ja in einer Puppenfabrik. Gliedermacher in einer Puppenfabrik. Er ist ein berühmter Liedermacher. Freuen wir uns auf Konstantin Wecker. Das reicht, sonst wird er großkotzig, ja? Man merkt gleich, du bist ein Bayer. Ja. Die Münchner, Leute kennen dich. Münchner. Ich versuche, alle Gelegenheiten wahrzunehmen, um das klarzustellen, weil ich werde immer als Österreicher hingestellt oder als alles Mögliche. Ich bin Münchner. Das ist der einzige Grund, warum ich in die Sendung gekommen bin. Ich möchte klarstellen, dass ich Münchner bin. Das ist der Grund. Münchner bin ich. Ist es jetzt endlich gut? Kann das sein, dass man dich als Österreicher vielleicht manchmal identifiziert? Ja. Weil man nicht sofort merkt, dass du Münchner bist. Ja. Vielleicht dieses etwas angeklatschte Haar, diese Art locker und... Du meinst, man verwechselt mich mit Falco? Er ist Falco. Wer war Falco? Ja. Der Sänger, meinst du? Ja, der Sänger. Ja, der ist ja mega out, nicht? Laut Leo Kosnick, oder wie heißt der? Lou van Kosnick. So, vergessen wir das alles. Reden wir ein bisschen über deinen Lebensweg, den ganzen Leidensweg. Das glaube ich nicht, dass wir über meinen Lebensweg reden, ja. So wie ich die Sendung kenne. Also ich denke, ja, da ist wenig Platz für meinen Lebensweg mehr. Deine Mami ist auch hier, nicht? Ja, natürlich Mami. Mami, ja, genau. Mami ist immer da. Mami ist da. Sie soll deine beste Kritikerin sein, nicht? Sie findet alles gut. Ja. In dem Sinn ist sie wirklich meine beste Kritikerin. Ja. Sie hat mich immer getragen. Also nicht nur ausgetragen, sondern auch... Sie hat mich auch die ersten acht Jahre meines kreativen Schaffens getragen. Die ersten 8 Jahre deines Lebens hat sie dich auch dann zur Schule getragen, ja? Ja.
Das war nicht notwendig, also ich konnte schon zur Schule gehen. Die Zigarettenpackung auch dann gleich mitgetragen, ja. Wie bist du aufgewachsen, in München geboren? Ich stelle mir das so wahnsinnig schwer. Also das Schöne ist ja, ich bin völlig relaxed, weil du verlierst ja die Einschaltquoten, wenn die Sendung nicht hinhaut. Also ich kann ganz ruhig sein. Also du verzeihst, dass ich ein bisschen albern bin im Moment, aber ich... Hast du gekifft oder so? Nein. Das ist leider bei euch nicht möglich, ich habe noch nicht einmal Bier gekriegt. Ach so. Da kommt gleich jemand. Da kommt ganz sicher gleich eine Frau, da wird dir erstmal das Glas aus der Hand fallen, das ist Sissi, ja? Unglaublich, danke schön. Auch richtig so bayerische Größe, was drin ist, nicht? Das ist nicht zu fassen, gell, dass man das mitten in München so ein Bier angeboten kriegt. Das ist das. Du musst das auch mehr wie eine Arztsendung sehen, das ist ein Reagenzglas. Ja? Okay, dann mach doch gleich noch einen für ihn. Dann mache ich das öffentliche Betrinken mit Konstantin Wecker. Das ist schön, also das muss ich sagen, das ist schön. Aber ich würde sagen, wenn du Senkel heißen würdest, könntest du uns auch auf den Wecker gehen. Hast du aber schon die letzte aus der Kiste geholt. Ja, aber kommt immer wieder gut, nicht? Ich hab 47 geboren, wer... Mama, da muss man mal deine Mama fragen, wer plant denn noch bewusst 46, wo man gar nicht weiß, wie es in Bayern weitergeht? Es war ja wohl schon bekannt, dass der Krieg zu Ende war, aber wie plant man dann ein Kind? Bist du dir Mach so weiter, ich möchte gehasst werden. Bist du dir so sicher, dass ich bewusst geplant war? Doch, alles ja, damals. Doch, alles war damals geplant. Jeder ja. Schritt war doch damals geplant. Ja, wann hast du deine musikalischen Fähigkeiten kennengelernt? Im Mutterbauch. Als meine Mutter mir schon vorsang und ich im Mutterbauch war, habe ich schon als Embryo mitgewippt, immer. Also ich war schon unheimlich rhythmisch, hat mir meine Mutter erzählt. Ja. Also, und dann, der Fruchtwasser-Boogie. Ja, so ja. Im Prinzip, genau. Den hast du noch nicht geschrieben. Und dann muss ich wohl schon ich bin halt im Gegensatz zu dir ein richtiges Wunderkind gewesen. Also, ja, ich war ein richtiges Hast du eigentlich so Probleme, Mädels kennenzulernen, so? Ja, weil ich so... Aussehen? Nein, deswegen nicht, aber ich habe erzählt, dass ich zu deiner Sendung komme und es haben sich alle abgewendet von mir. Das wäre das Einzige. Was sind das denn für Tussis, die sich gleich abwenden? Ja. Also nur wenn mein Name ins Gespräch kommt. Soll ich dir mal was sagen? Als der Conny anfing, so in den 70er Jahren durch die Lande zu reisen, haben wir Mädels unbeschreiblich für ihn geschwärmt und die Männer waren das alle... Das sagst du mir jetzt. Später haben wir gezockt. Schau mal, das war doch bei dir mehr Johannes Hees das, ja? Hör mal, wenn du deinen Ausweis vergisst, dann lässt man dich schätzen, ne? Und dann guckst du alt aus. Aber, und ich weiß, die Männer waren stinksauer und sagten immer, was hat denn der in der Stimme, was euch reizt? Die konnten das eben nicht kapieren. Ja. Kann man Erotik Zuerst über eine Stimme bringen, so wie Nino De Angelo? Ja. Soll ich antworten können? Ja, antworte mal. Also was eine Frau empfindet, wenn wir zum Beispiel Frauen singen hören, wie zum Beispiel Nina Muscat, dann sagen wir auch, oh, die ist so schön, wenn sie Weihnachtslieder, der ist so wie ein Singvogel, hat die was in der Stimme. So. Also man hört ja auch gewisse Vögel gerne singen. Ist das für eine Frau auch so, wenn die Stimme eines Mannes zum Beispiel... Also zum Beispiel Iglo Langnesias klingt anders als Konstantin Wecker. Also Konstantin... Er presst doch auch so, wenn er sagt... Schon wieder einer, der neidisch ist. Du, wenn ich pressen würde, hätte ich vielleicht auch den Erfolg. Du warst ja auch mal gepresst. Nein, ich meine die Stimme pressen. Er hat zum Beispiel eine Art drauf, so seine Stimme, wie sagt man, zu intonieren, einzusetzen. Sag doch mal selbst, was ist das Geheimnis deines Erfolges? Mein Pressen. Ich denke, ich presse unheimlich erotisch und das wird es wohl sein. Ja. Ja. Der Pressregubin. Wie heißt er eigentlich? Siegfried eigentlich? Oder? Ich heiße Sieglinde und Konstantin heißt Amadeus. Amadeus mit zweitem Namen, nicht? Ja, das war eine Erfindung von der Plattenfirma. Die haben gedacht, so, sie verkaufen. Ich dachte immer, das ist Nein, das Geheimnis wollte ich für dich aufbewahren bis heute. Hast du was verloren? Ja, ich wollte dich damals nicht so erschüttern. Ich dachte immer, du hättest letztes Jahr dein Jahr gehabt. Nein, Amadeus war eine Erfindung der Plattenfirma. Die haben gedacht, sie verkaufen meine erste unverkäufliche Platte dadurch besser.
Und da haben sie sich getäuscht. Ja. Also das welche war das? War das ja, welche da war das? Welche war das? Interessiert mit, nein, du, das war das. Weiß das ich mag nicht. Er nicht so gern, wenn man übergeht. Gell? Das habe ich schon gemerkt. Das waren die sardopoetischen Gesänge des Konstantin Amadeus. Ah. Da kann der Mortal Blues. Keine und Spinnenbaden immer in der Badewanne. Ja. Der Erfolg kam dann mit Willi. Das war eigentlich mehr ein tragisches Lied, also ein Lied mit tragischem Inhalt. Und eigentlich kann man sagen, was ist unterm Strich hängen geblieben? Es sind, wenn man den fragt, den Konstantin Wecker-Fan fragt, der sagt natürlich 20 Titel, aber wenn man so den Normalbürger fragt, dem fallen den 3 Titel ein. Willi und Willi 2 und dann der Bub und Genug ist nicht genug. Jetzt hat er gut vorher gelernt. Ich glaub, was ist da unten stehen oder was? Muss einem immer Titel einfallen, wenn einem der Mann einfällt, reicht's doch eigentlich. Wenn einem das Haus einfällt, kann es sehr schwer werden. Ja. Nein, ich sage nur ganz einfach mal, Udo Jürgens muss auch immer noch singen, 17 Jahre blondes Haar. Ja. Muss er auch immer noch singen. Und das ist auch, wenn du deine Konzertabende machst, kann man doch Konzert sagen, nicht? Das sollte man so nennen, ja. Ja, du trittst ja auch in Philharmonien auf, nicht mehr in Kellertheatern. Dann musst du doch diese alten Lieder singen, um den Markt abzudecken. Wir damals, weißt du, wir Mädels. Ich singe deswegen so viele alte Lieder, weil ich so wenig neue schreibe. Das ist einer der Hauptgründe. Ich singe diese alten Lieder nach wie vor, muss ich sagen, irrsinnig gern. Es gibt also keinen Grund für mich, genug ist nicht genug, aus meinem Repertoire zu lassen, weil ich habe das Lied wirklich oft gespielt. Man will es hören, aber ich meine, man würde mich jetzt nicht steinigen, wenn ich es nicht spielen würde, aber ich spiele es einfach gern. Es ist ein schönes Lied, es ist von mir, warum soll ich es nicht spielen? Ja. Also es gibt viele Gründe, alte Lieder zu spielen. Ja. Es gibt auch viele Gründe, manche sein zu lassen. Und warum schreibst du nichts Neues mehr? Ja, doch, auch schon, aber ich schreibe überhaupt sehr wenig. Ich bin nicht faul. Nein. Nein, ich schreibe überhaupt wenig Lieder. Man kann ja nicht im Jahr einfach 20 Lieder schreiben. Sondern aber du schreibst nach wie vor Gedichte. Ja, das hast du ja früher auch Lieder. Aber ein Lied ist was sehr, sehr Dichtes und sehr Verdichtetes. Ja. Und das geht eben nicht so wahnsinnig häufig. Er macht ja auch Filmmusik, nicht nur für Hallervorden, sondern jetzt auch für den neuen Film Chitong. Stonk. Für die Chinesen. Stonk. Erzähl mal, das ist die Geschichte von diesem Hitler-Tagebuch-Fälscher. Das ist der Film von Helmut Dietl. Da geht's Kier Royal hat auch die Musik gemacht. Danke. Du denkst immer an Getränk. Nein, das war eine Serie, wo doch diese, wie heißt sie noch, Corinna Drews sich da gezeigt hat. Hat die sich doch da, ja. Das ist wieder eine andere Geschichte. Ja. Auf jeden Fall geht es bei diesem Stonk um die... Stonk heißt er. Stonk. Deswegen, weil... In dieser berühmten Rede vom großen Diktator von Chaplin, wenn er anfängt mit Sauerkraut und so weiter, sagt er immer Stonk. Und das ist wohl der Grund, warum der Film Stonk heißt, habe ich mir wenigstens so ausgedacht. Und da geht es um die Verfälschung der Hitler-Tagebücher. Und ich bin, muss man jetzt mal ganz ernst dazu sagen, ich bin ein großer Fan von Helmut Dietl. Also ich stehe irrsinnig von der Art und Weise, wie der Helmut Dietl den Hitler behandelt und diese irrwitzige Geschichte der Verfälschung der Hitler-Tagebücher. Und ich bin sehr stolz, da mitzumachen, weil ich finde, solche Leute sollte man pflegen, solche Leute wie den Dietl. Sie sind sehr selten in diesem Land. Und du kennst ihn auch persönlich sehr gut. Aber der ist doch gut drin, der Junge. Warum musst du ihn noch so hochloben? Das ist einer der Besten. Die sollte man eigentlich pflegen, finde ich. Sag mal, du singst uns ja heute, wir haben uns mal in der Rubik, wo die Oldies singen, aber du singst uns heute einen Titel aus deiner neuen LP. Nein, ich singe keinen Titel aus meiner neuen LP. Ich singe einen Titel, der zwar neu geschrieben ist, aber auf keiner LP zu haben ist, den es auch in dieser Form nicht gibt. Aber er ist nicht exklusiv jetzt hier, ich habe ihn schon öfters gesungen. Ah ja, also schon öfter gesungen, aber exklusiv in Jux und Dallerei, kann man sagen. So ist es, das kann man sagen. Ist das denn jetzt was Tragisches? Nein, das hätte ich nicht gemacht, dass ich jetzt einen richtig tragischen Titel in diese Sendung mitgebracht hätte. Wenn ich gedacht, dann hättest du vielleicht aufgehört mit diesen Sendungen und jetzt angefangen, tragische Sendungen zu machen. Ja. Und das, Karl Dahl weinen. Möchtest du noch was sagen? Nein, es geht in dem Titel darum, dass ich habe mal einen Boogie geschrieben, vielleicht kennen den ein paar Leute hier, den Weekend Runner Boogie. Da ging es darum, dass die Münchner ihrer Leidenschaft frönen, am Weekend an Gardasee zu rennen innerhalb kürzester Tage und dort ihre Leidenschaft frönen, nämlich Surfen oder so ähnliche Dinge. Surfen? Ach, Surfen. Sonst wäre ich mitgekommen. Ja. Sonst wärst du Münchner geworden. Ja. Sondern es geht jetzt darum, dass nach der Vereinigung, die keine Zeit mehr haben dazu, zu dieser Leidenschaft, sondern alle in die ehemaligen Bundesländer hinrasen und dort ihre Leidenschaft frönen, ihre wichtige Leidenschaft auf Teufel komm raus Geld zu verdienen.
Und darum heißt der Weekend Runner Boogie nicht mehr Weekend Runner Boogie, sondern Eastland Runner Boogie. Eastland Runner Boogie. Und zwar live gesungen. Hier heute geht schon mal rüber. Wir haben dir einen Flügel geliehen. Hast du auch einen Text gemacht? Hast du auch den Text gemacht? Ja. Ja, nicht nur die Musik, auch den Text gemacht. Wir hören jetzt Konstantin Wecker mit dem Eastland Runner Boogie. Auf geht's nach Osten, wir haben kaum noch Zeit. Da brechen wir rein, da machen wir uns breit. Mein alten Benz, den keiner mehr will, verscherben wir da drüben für 25 Mill. Gehen wir weiter, gehen wir zu, baby. Hane, gehen wir zu. Da macht der gefälschte Rolex noch richtig was her. Da lässt sich's wieder leben, ja, da sind wir wieder wer. Die spannen sich von selber vor unseren Karren. Egal mit was du handelst, die kaufen jeden Schmarrn. Gehen wir weiter, gehen wir zu, baby. Hane, gehen wir zu. Endlich tut sich wieder was, raus aus dem Tief. Die People da drüben sind so herrlich naiv. Wer jetzt zu spät kommt, macht ihm einen Stich. Helmut, mein Junge, wir lieben dich. Gehen wir weiter, gehen wir zu, baby. Hane, gehen wir zu. Right on, come on up, come on. Das ist halt das Schöne am deutschen Verbund. Wir gehen über Leichen und die anderen vor die Hund. Wenn's jemand zerbröselt, das ist nicht unser Sach. Wir machen es den Großen, doch nur ein bisschen noch. Gehen wir weiter, gehen wir zu, baby, gehen wir zu. So haben wir es doch von Anfang an gewollt. Das Volk wird beschissen und der Rubel rollt. Auf Nacht geht's in Disco, mal schauen, ob was läuft. Ja, wann keine hergeht, dann wird er nicht kauft. Gehen wir weiter, gehen wir zu, baby. Hane, gehen wir zu. Auf geht's, Mama, wir machen Dampf. Wir sind die Größten, auf in den Kampf. Wir sind die Eastland Runner von Deutschland West. Unseren Brüdern und Schwestern nehmen wir den Rest. Keine schneller, bei uns ist was los. Eastland Runner sind gnadenlos, ja. 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 Eastland Runner sind gnadenlos. Run on! Freund und Tierfreund und Schauspieler Gerd Hauke. Gerd Hauke, Schauspieler seinesgleichen, berühmt durch berüchtigte Rollen. Nicht immer Sympathen gespielt, aber privat ein ganz, ganz lieber Kerl. Ja, ne? Ja. Wie macht man das? Wie kriegt man das in den Griff? Naja, manche sehen anders aus, als sie sind. Ich will ja keinen angucken. Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, es ist unheimlich schwer für mich, unsympathische Rollen zu spielen, weil ich ja so ein Sympathieträger bin. Das bist du, ja. Ja. Und was bist du, Hosenträger? Nein. Das sind wir ja mehr oder weniger alle, ne? Doppelter Hosenträger, kann man sagen, ja? Ich bin ein rechter Schelm heute. Ja. Ja.
Gerd Hauke ist ja nicht mehr der Jüngste in der Branche. Ja. Dich gab es ja schon zur Schwarz-Weiß-Fernsehzeit und auch schon, als es Fernsehen noch gar nicht gab. Und das war eigentlich sehr schön. Ja. Abwarten, abwarten erstmal. Naja, da bin ich ja noch zur Schule gegangen. Ja. Also wenn du mich schon zum Greis machst, dann musst du wenigstens rechnen können. Hm. Wann hast du angefangen, hast du den Beruf gelernt? Du bist ja auch Schriftsteller und Hundehalter, Katzenfreund und Buchautor zugleich. Ja. Und noch verheiratet. Ja, kann auch gut kochen. Die Hündin? Also. Sind wir hier in China? Was heißt China? Da werden Hunde gegessen, nicht? Ja, alle. Alle Hunde? Ja, da gibt es keine. Es gibt keinen Hund in China. Es gibt so gut wie keinen Hund in China, ja. Es ist ja ganz was Besonderes in China, nicht? Ja, finde ich gerade etwas, was mich dazu bringen würde, dorthin zu fahren. Ja, aber warum eine Kuh und ein Pferd und diese Sachen, die isst du alle, und Katze, bloß kein Hund? Soll ich dir das ernsthaft beantworten? Ja, warum darf Weil der Hund das an den Menschen am meisten angebundene soziale Wesen ist und mit keinem anderen Haustier vergleichbar insofern. Weil er den Charakter des Menschen annimmt? Leider zum Teil auch das, ja, ja, inzwischen. Seine Neurosen, seine Ticks und ja, seinen schlechten Charakter. Prost. Zum Wohl. Toll. Auf alle Hundehalter, ja, wo man alle Hunde, allen Hunden gratulieren kann, die einen guten Charakter haben. Ja, weil die den ja annehmen. Doch, jetzt sind wir wieder bei das dem Thema. Das kannst du annehmen, ja. Bei Hundenproblemen hast du nun schon in anderen Fernsehdiskussionen, wirst du manchmal dann sehr... bei Menschen macht dir das nicht sowas aus, wenn Menschen beleidigt werden, nicht? Stimmt. Ja? Das ist doch ganz einfach, sie können sich wehren, ne? Mhm. Also, und Tiere sind ja im Stand der Unschuld, nicht? Was auch sie machen. Sie sind ja im juristischen Sinne ohne Unrechtsbewusstsein. Auch die Hunde, die immer den Briefträger beißen? Ja, die auch. Ja? Das kann ich übrigens sagen, woher das kommt. Weil die Briefträger solche Kotzbrocken sind. Ja. Und immer diese Einschreiben bringen. Ja, und die Zahlungsbefehle. Ja, genau. Die Binnenbriefe, falls sie nicht binnen. Ja. Und sowas, ja. Nein, aber Brief, das liegt einfach daran, der Briefträger, ich habe mal drüber nachgedacht, ist der einzige Mensch in einem Haushalt, der immer wieder kommt, aber kein Besuch ist. Außer Jack Nicholson, als der Briefträger zweimal klingelte. Ja, ja, das bleibt mal im Moment ernst. Ja. Nicht? Hast du ja mit anderen auch gemacht. Also, der Briefträger kommt immer, aber er wird nie reingebeten und man sagt, ach, komm noch mal rein, ist gut, das ist der gute Onkel so und so und dann kriegt er Kaffee und Kuchen und so. Und darum ist das ein Dauerfeind, ein etablierter Dauerfeind, der immer kommt und nie vertraut wird. Auf dem Lande ist das anders, denn die Briefträger, die so dann auch mal reinkommen in die Küche und einen Schwatz machen, die werden auch nicht gebissen. Es gehört zu dem Beruf, nicht? Also Briefträger werden eben gebissen. Ne? Hm. Wenn man nicht gebissen werden will, muss man nicht Briefträger werden. Ist ein Briefträger hier? Nee, kann er nicht, weil er gebissen ist. Ja. Die müssen abends immer ihre Wunden austeilen. Ja. Aber man kann ja nun leider mal die Hundehalter, die so einen armen Briefträger beißen, die werden dann verdonnert und vor Gericht gestellt. Ist das nicht so? Ja, die müssen den Schaden für den Schaden aufkommen. Das ist auch eine uralte Sache. Und die Zahl der gebissenen Briefträger bleibt auch immer gleich. Also es ist nicht so, dass zusehends immer mehr Briefträger von immer mehr Hunden gebissen werden. Das sind immer die gleichen. Und meistens ist es auch harmlos. Hast du jetzt ein Buch über gebissene Briefträger geschrieben oder was ist das? Nein, aber du bringst mich auf eine Idee. Ja. Ich habe ein etwas größeres Buch geschrieben, weil das so mehr telegen ist. Mhm. Welche Kamera? Hier. Bitte schön. Ist doch viel schöner, wenn ich den Katzenkopf so davor da. Ja, ne? Das heißt? Es heißt Koschka und das heißt auf Russisch Katze. Ja. Und Koschka hieß auch meine Katze. Und das ist halt eine ganz hübsche Entstehungsgeschichte. Der Verleger ist zu mir gekommen und hat mir 16 wunderbare Bilder, also das sind ja schon Gemälde, muss man sagen, gebracht und hat gesagt, er möchte, dass ich ihm dazu eine Geschichte schreibe. Wer ist Koschka? Das. Ah. Sieht auch so von hier aus wie eine Giraffe. Ja, aber es ist eine schöne Katze. Ich habe auch eine, auch so eine Wurfkatze. Ja. Ja, meine wird immer gebissen vom anderen Nachbarnkater und so. Ist ganz schrecklich. Was macht man dagegen? Den anderen erschießen, nicht? Kastrieren, ja. Kastrieren würde genügen. Kastriert sind beide. Beide ja. Kastriert. Und der macht immer unsere Katze fertig. Dann ärgern sie sich so darüber, dass sie kastriert sind.
ja, dass sie so unwirsch geworden sind. Und der geht die, wenn die den sieht, wird sie schon ganz ängstlich und die tut mir so leid und so. Und der andere, der jagte immer rein und beißt sie. Hat sie letztens also vor Angst aufs Fensterbrett geschissen. Na, das weil geht Katzen ja sowas nicht machen, das machen ja nur Menschen. Ja, 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 die meisten Menschen scheißen ja vor Angst aufs Fensterbrett. Ja. Du scheißt mich nicht ernst, in dem kannst du mir jetzt einen Moment ernst werden. Ja, ja, bitte. Was machst du so in nächster Zeit beruflich, schauspielerisch? Man hat ja nicht nur mit deinen Katzenbüchern zu tun, sondern man sieht dich ja auf dem Bildschirm in Serien zum Teil. Ja, ja, auch das. Ja, Landarzt ist ja so eine Art Land. Die Landarztplage kommt wieder auf mich, ja, zu. Ne? Das geht ja nun über lange Zeit. Mache ich ganz gern. Es sind keine schlechten Drehbücher. Also das kann man schon machen. Musst dich aber nicht im Vorfeld schon entschuldigen für den Mist, den du drehst. Ja. Ja. Doch, das muss man heute. Ist es heute überhaupt noch erstrebenswert, eine Serie zu machen, zum Beispiel alle 14 Tage zu talken? Oh, jetzt habe ich mir ja selbst Moment mal. Ja, das ist ja keine Serie, nicht? Hm? Das ist ja immer wieder neu und frisch und ganz anders, ja, nicht? Weiß man ja nie, wer kommt und was der für ein Partner ist und so. Das kann man ja nicht mit einer Serie vergleichen. Serien sind nicht schlechter als Fernsehspiele, sie sind nur billiger. Und das ist der Grund, warum so viele gemacht werden. Denn heutzutage bei den vielen Kanälen kann man sich überhaupt noch auf eine Serie konzentrieren, wie zum Beispiel der Landarzt oder das Landei oder wie die alle heißen. Ja? Also die meisten können das nicht. Ich glaube, dass mit der Erfindung nicht nur der unendlich vielen erreichbaren Kanäle, sondern der Fernbedienung, ja, da hat das Unglück angefangen. Nicht? Solange man immer noch seinen Arsch lüften musste, um ein anderes Programm zu kriegen, ging das noch. Da ist man sitzen geblieben, hat sich eine Sendung angeguckt. Ich habe immer heute sitzt man da und hackt. Ich habe immer so dicht dran gesessen, dass ich mit dem großen C immer schon diese Programme drücken konnte. Ich musste nicht hoch. Dabei hast du dir dein Auge verdorben. Beurteilst du die Menschen nur nach den Äußerlichkeiten? Gibt es doch nicht sowas wie hier, so da drin, wie es da drin aussieht? Ja, das ist der Verstärker. Ach so. Ja. Hast du gehört, wie das eben gebumst hat? Ja, das stimmt, aber das Wort bumsen kann man auch in anderem Zusammenhang gebrauchen. Ja? Ja, und nicht mehr in deinem Alter. Wir hatten vorhin. Gibt es denn eigentlich Kollegen, mit denen du nie vor die Kamera gehen würdest? Ja. Also, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll, wer das ist. Nee, das muss man nicht. Also ein paar Namen, so 20 wären ganz schön so. Wäre ja nur ein Bruchteil von dem. Namen. Schall und Rauch. Schall und Rauch. Erwin Schall, Klaus Rauch, mit dem ich ja. Inge Meisel. Och, das ist ja nur ein Gag jetzt, nicht? Die ist ja auch weggegangen bei dir, ne? Nein, ist nicht weggegangen. Ist nicht weggegangen, nein, hat nur gedroht, sie geht weg. Tja, aber sie hat schon vergessen, hat den Ausgang nicht gefunden. Ja, naja, das macht ihr hohes Alter. Aber ich meine, es ist... du hast es vielleicht nie vergessen, ich habe das gesehen und du hast eine wunderbare, geradezu philosophische Frage gestellt. Da ist dir wirklich mal was gelungen. Du hast gesagt, Frau Meisel, wenn Sie noch mal ganz von vorne anfangen könnten, würden Sie wieder alles falsch machen? Und das fand ich entzücken und das ist eine kluge Frage, ist auch nicht nur Ulki, sondern eine kluge Frage. Und ist sie vollkommen sauer geworden. Da war sie für mich gestorben. Ja. Ja, aber damit kann sie leben. Ja. Hast du noch die Kurve gekriegt, Junge? Ja. Ja. Ach, das macht so einen Spaß, über Kollegen sich auszukotzen. Wenn ich habe erst mal lange einen gesucht, der überhaupt bereit ist, mit dir hier auf die Bühne zu kommen. Aber er wartet hier hinter uns. Ich habe ihn heute noch gar nicht begrüßen können. Es ist Eberhard Feig. Hör dir. Eberhard, du hast das Embargo gegen Gerd Hauke aufgehoben? Ja. Ja, warum? Schon vor 10 Jahren. Bist du blind? Sieht er aus wie Schimanski oder was? Nö, so warum nicht? Das bringst du uns beide in Verlegenheit. Das müsste sehr verändert haben. Ich habe mit Gerd schon vor 10 Jahren in Sizilien vor der Kamera stand, da war er mein Chef. Ja. Und ich durfte ihn im Urlaub duzen, weil das so ein furchtbarer Club war, wo man alle duzte. Ja. Ach, so ein Club. Urlaub, cha-cha-cha und so. Du hast auch viel Mist gemacht, ne? Ja? Ich mache vornehmlich Mist. Ja. Vornehmlich Mist, der Leute unterhalten soll.
Denn man kann aber du bist ja privat gar nicht so ein unterhaltsamer Mensch, dass man sagt, oh, Eva hat an jeder Ecke erzählt, er wird ein Witz und alle lachen sich kaputt. Das liegt daran, dass ich Witze schlecht behalte. Ich höre gerne Witze, nicht immer, aber ganz ab und zu einen guten Witz höre ich gerne. Ja. Wie fühlst du dich im Augenblick so? Weißt du einen? Weißt du einen? Nee, aber kann ich hier nicht erzählen, selbst hier nicht. Hast du einen Witz? Nee, ich erzähle keinen. Nee, muss ja nicht. Das wirfst du mir dann immer vor. Das ist die billigste Art überhaupt, Leute zu unterhalten, Witze zu erzählen. Ja. Nun mach deine Art. Bitte. Nein, mach nicht. Du hast einen neuen Gast, vernachlässige mich bitte. Ja, okay. Wenn dir was einfällt, darfst du ja zwischendurch mal dazwischen reden. Du kannst den Namen Tanner nicht mehr hören, deswegen wollen wir auch da nicht von sprechen. Aber ich habe den letzten Szymanski gesehen. Ich muss sagen, das war einsame Sahne. Sowas von Selbstironie und du auch dich ein Spießer weiter bis zum Schluss hast du den durchgezogen. Bis Blut kommt. Spielt man, wenn man 30 solche Tatortfolgen spielt und immer diesen Spießer, wird man denn nicht selbst einer? Ist ja nicht ein bisschen mit eingebracht von der eigenen Persönlichkeit? Sicherlich ist da vieles von mir selber mit drin, aber ich bin ja da als Schauspieler aufgetreten und nicht als Kriminalpolizist. Aber du hast diesen Typen gespielt, der immer so die Obrigkeit dem Chef huldigt. Ja. Das ist, glaube ich, eine Sache, das ist eigentlich gar nicht dein privates Ding. Finde ich nicht so gut. Ne? Ich denke, dass die Menschen alle frei sind und sich auch frei bewegen sollten und keine Angst haben sollten vor ihren Oberen. Aber wenn es noch mal Vorgesetzte gibt, ja, dann muss man doch... Die muss es wohl geben, Menschen, weil irgendwie der Mensch wohl eine Orientierung braucht. Aber der Mensch braucht keine Angst zu haben, meiner Ansicht nach. Kann man als Tanner reich werden? Nein, aber ich möchte nicht mehr Geld haben. Ich bin mit meinem Geld ausgekommen und ich verdiene sehr viel mehr Geld als jemand, der unter Umständen 8 Stunden am Band steht und ich bin mit meinem Geld zufrieden. Okay, auch heute mit dem hier, nicht? Sehr zufrieden, ja. Naja, da muss man mal, also das klingt ja sehr sozial, aber da muss man mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen kommen, nicht? Der am Band steht, der kann auch die Rolle nicht spielen, ne? Ja. Ja, aber das, ja gut, das hat aber nur eine Spezialbegabung. Ja, auch. Aber ich meine, Geld ist nicht das erste Thema in meinem Leben. Nein, dann Geld, bei dir nicht? Nein. Bei ihm wohl. Er redet nur von Geld. Nur. Aber was machst du, wenn du den Würfel kriegst? Er redet davon und ich hab's. Ja, richtig. Das sollte übrigens abgeschafft werden, weißt du das? Ja, das war doch in dem Club so, gell? Ja. Erinnerst du dich, da gab es kein Geld, da muss man mit solchen bunten Perlchen kaufen. Ja. Das Geld soll überhaupt abgeschafft werden. Ja. Ich habe noch nicht jemanden getroffen, der hatte schon keins mehr. Hat er den Witz doch noch untergebracht, ja, merkst du? Wollen wir erstmal die Leute 3 Minuten auslachen lassen? Normalerweise könnte man wieder einen neuen Werbeblock machen, aber nun ja. Du hast ja deinen Schuh ausgezogen. Ja, ich sehe euch, immer wenn ich mich sehr wohlfühle, ziehe ich die Schuhe aus. Ja. Das war selten in letzter Zeit. Ja. Außerdem machen wir ja hier Duftfernsehen und ich habe auch die Füße zu deiner Seite hin. Ja. Es geht noch. Eberhard, du hast mal eine, wie sagt man, kleine gesundheitliche Krise gehabt in den letzten Jahren. Ja. Hast du da das neue Bewusstsein, dass Geld nicht so wichtig ist? Und wir wollen uns mal drüber unterhalten. Mit der Kohle, das war an sich immer so. Ich bist aber kein Typ Rundenschmeißer. Du bist kein Typ Rundenschmeißer. Nein, aber ich denke, dass man mit Geld kann man nur etwas kaufen. Aber man kann sich mit Geld kein Leben bestreiten. Also wenn man mal ruhig ist und man horcht mal, was so in einem vorgeht, da kann man sich die Kontostände laufend selbst durchsagen, aber davon wird man weder glücklicher noch unglücklicher. Das Geld ist eine Sache. Aber ich werde glücklicher oder unglücklicher, wenn ich zum Beispiel eine Rolle oder einen Menschen, eine Rolle nicht schaffe oder eine Rolle besonders schön schaffe, dann bin ich glücklicher. Wie wenn ich einen Kontostand sehe, das sagt mir nicht viel. Ach, da sind wir ganz unterschiedlich. Ja, gut. Guck mal, ja. Also mir ist es völlig egal, ob ich eine Rolle spiele oder nicht. Guck uns drei an. Ja. Wir sind auch alle vom Typ ziemlich unterschiedlich. Also in den letzten Jahren, muss ich sagen, habe ich die meisten Rollen überhaupt nur durchgehalten, indem ich mir vorgestellt habe, mein Konto. Das ist der Unterschied. Du hast die besseren Rollen wahrscheinlich gespielt. Das kann ich nicht so beurteilen, aber bei allem Respekt gehabt vor deiner Haltung. Nur in dem Moment, wo die Kamera läuft und man sagt, lass mal kommen die Kohle, das ist jetzt egal, was ich hier spiele, das hilft dann in dem Moment In dem Moment hilft es gar nicht. Das ist bitter in dem Moment, sehr bitter. Aber ich meine, und das kannst du auch nachvollziehen, ich meine, die Verhältnisse innerhalb der Produktion sind ja nicht besser, sondern schlechter geworden, ist alles immer verhetzter geworden, immer schneller.
Wir haben angefangen mit 2 Minuten fertig im Film abzuliefern nach dem Krieg und sind jetzt bei 8 und 10 Minuten. Nach welchem Krieg denn? Nach dem 70-71. Ja. Es ist so, es muss... Und da kann einem schon manchmal auch die Lust abhanden kommen. Mir geht es jedenfalls so. Weil es einfach, weil man hat nicht genug Zeit, man kann die Dinge nicht so angehen, wie man eigentlich müsste. Und da ist dann die Vorstellung, dass es wenigstens für unsere Verhältnisse, nicht für amerikanische, anständig bezahlt wird, für mich durchaus ein Trost, wenn ich mich mal also soweit verdeutlichen kann. Hm? Also es ist dann, wie sagt man, die Verarschungsgebühr, man weiß ja hinterher erst, wenn der Film nicht so gut geworden ist. Hm. Du hast ja auch mal, nehme ich mal an, Filme gedreht, hinter denen man nicht mehr so steht. Aber nein, die habe ich nicht gemacht, das muss ich offen sagen. Die Sizilienkiste war also nicht gut. Das war für ihn aber gut. Die war vielleicht, ist vielleicht nicht gut angekommen, Gerd, aber das war ein Buch von der Helga Feddersen, das war schon schön, das Buch. Hat der Regisseur Film versaut. Das kann man so auch nicht sagen. Das doch, das sah er jetzt. Vielleicht hat es auch an den Schauspielern gelegen. Ich hoffe, er hört es. Er hat es versaut. Das ist... Ich habe... Das hat er eingestellt. Bin ich schon wieder ein Regisseur los. Ja. Ich habe 1989 von Wolfgang Menge den Baldo Blauzahn hier in München 3 Monate gedreht. Und das hatte unter 1% Sehbeteiligung. Also das muss man erstmal einer nachmachen. Das war der Totalflop. Ja. Und das war wunderbar. Die Arbeit war erste Klasse. Nur sie haben sich, glaube ich, 10.213 Leute in Nordrhein-Westfalen angeguckt. Ja, das ist kein Kriterium für Qualität, die Einschaltquote. Aber ich weiß, was man sagt. Das will ich damit nicht gesagt haben. Ganz hohe Einschaltquote. Es muss... Ja, und er hat ja auch eine Qualität. Eben nicht. Er meinte ja das Gegenteil. Ich weiß das, aber deshalb sage ich mal das Gegenteil. Du musst dich jetzt nicht auf meine Seite schlagen. Ich kann mich schon selbst wehren. Ja. Aber du bist doch seit Jahren bist du im Unterhaltungsgeschäft tätig. Ich kann nichts anderes. Und es ist nicht so, dass die Leute nach Hause gehen, wenn du irgendwo auftrittst. Nee, um das mal so zu sagen. Die haben nicht bezahlt. Haben nicht bezahlt? Sie kriegen umsonst Bier und die Türen werden zugemacht. Ach, deswegen. Das ist natürlich auch ein Grund, dass man nicht gehen kann. Ja. Wenn man eingeladen ist, kann man nicht einfach abfahren. Eine Art Werbeveranstaltung. Ja. Was sind denn jetzt so für Rollen, stehen noch an? Fernsehen oder bist du mal wieder auf der Bühne? Muss man dich ertragen oder wo? Ja, man muss mich 1993 wieder ertragen. Ihr plant immer so lange. Habt ihr eigentlich solche Existenzängste, dass ihr bis 93 schon plant? Nee, das liegt wohl an dem System der Tourneetheater und der Gemeinden. Schau, wenn du jetzt Kulturdezernent wärst, was man dir zutrauen kann. Warum nicht? Eben. Um Gottes Willen. Dann müsstest warum mit diesem falschen Augenaufschlag? Nein. Du siehst immer so aus. Es gibt ungediegenere Kulturdezernenten als du. Weißt du, was ein Kulturdezernent verdient? Kann ich mir Karl gar nicht vorstellen. Überhaupt nicht. Der verdient 1,5, wenn er mich nicht engagiert. Ja. Lass ihn doch mal weitersprechen. Ja. Dann musst du dich jetzt darum kümmern, was du in der nächsten Saison für Theater einlädst. In deine Gemeinde, in die Halle oder ins Theater. Ich weiß schon. Und da gibt es eine Intega, das ist eine Messe, wo sämtliche Gemeinden... Menschenhandel, kann man sagen. Ist nein, da werden Theaterstücke zunächst gehandelt. Horst Tappert, Ebert Feig. Richtig. Der kostet so und so viel, das ist ein Menschenhandel. Nicht der, sondern die Theaterunternehmung verkauft das halt en bloc. Die wollen die Köpfe haben und das ist ein Menschenhandel. Richtig, das ist im Gegensatz zu früher. Früher ging Frau Hoppe auf Tournee und Albin Skoda, die kannte man vom Theater oder vom Film. Heute ist dieses Fernsehmedium das, was die Gesichter verbreitet. Und das muss ja auch nicht Schlechtes sein, wenn Menschen, die in ein Theater kommen, jemanden mal sehen wollen, wie der Theater spielt. Ich hoffe, dass es immer zum Guten sich wendet, wenn die Zuschauer einen sogenannten Fernsehschauspiel auf der Bühne sehen. Häufig passiert das auch, dass man enttäuscht ist. Was ist das denn für ein Stück? Das müssen natürlich Ludwig Thoma Moral ist das. Also ein Stück um die Jahrhundertwende, was sehr aktuell ist, immer aktuell war. Aktuelltester geht's gar nicht. Ein Moralverein mit lauter Herren. Mhm. Besuchen eine Dame in einem Ort und es kommt raus, es wird ruchbar und diese Herren sind alle Vorsitzende des Moralvereins. Habe ich auch mal gespielt im Schauspielhaus. Ja. Moral. Das ist ein schönes Stück, gell? Ja, das ist ein sehr gutes Stück. Und da habe ich den gespielt, den Vorstand des Moralvereins, den der die Pornosammlung hat. Spielst du den spiele ich auch, jawohl. Ach, guck mal, das ist ja unglaublich. Naja, Porno kann man nicht sagen, das ist der 100. Komisch, würde ich gerne mal die Version mit dir sehen und mit einem Sympathischen. Ja, wir können ja... Wir können ja mal alternieren. Ja. Das ist eine Pornosammlung, natürlich. Der hat unanständige, der sammelt unanständige Zeitschriften und zieht die ein. Wenn du sagst Porno, das ist... Und dann sitzt er zu Hause und guckt die alle an. Ja.
Das werden wir nicht sehen in dem Stück. Na, aber es kommt doch darauf an, wie er das anlegt. Nein. Das hat der Thomas schon richtig geschrieben. Ich will nur gegen den Begriff Porno ein bisschen gegenhalten, weil das Stück entstammt aus der Jahrhundertwende. Und da, wenn man heute sagt, er hat eine Pornosammlung, da denkt man also Lasse Braun und Alois Brummer, das ist ein anderes Stück des Literaturs. Entschuldigt, aber nicht immer hat ein Pornos hat es immer gegeben. Pornos hat es immer gegeben. Ihr könnt Tipp noch weiter diskutieren. Wir verabschieden uns jetzt aus dem gastfreundlichen Holiday Inn Crown Plaza in München und hören jetzt Paolo Pavalesi mit seinem Hit Le Amiche. Und wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Ja. Ascoltano la stessa musica, le amiche girano l'essere macchina, poi si nascondono in fondo a un cinema e intanto aspettano di vivere ed un ragazzo che non c'è. Le amiche credono nell'amicizia, sono come te. Scrivono diari e lettere, sono convinte che la vita è inutile. Le amiche si amano, però si invidiano, gelose, ambigue, spesso si tradiscono. Le amiche sono